Flache Hierarchien. Ja, ganz wichtig. Und immer zwei, drei offene Ohren für die Mitarbeiter. Ja, was stimmt denn jetzt hier nicht? Ich habe das doch alles persönlich durchgerechnet. Ja, aber die ganzen Schadenszahlen hier bei Möllenbacher, das kommt mir alles komisch vor. Also hier zum Beispiel, wenn das 7.000 sind, mal 8. 56.000. Ja, eben. Ah ja, da habe ich mich vertan. Ja, mit sowas muss man ganz offen das... Ja, und das hier? Null vergessen. Ja, das ist mein Taschenrechner kaputt. Mhm. Ja, aber das hier unten stimmt ja auch alles gar nicht. Schomberg. Ah, du. Ja, nee, ich komme halt später. Ich muss noch ein Geburtstagsgeschenk für die Tuberkel. Ja, Frau Berkel, richtig. Sag mal, hast du denn eine Idee, was kann man einer Frau... Ach, das ist doch Quatsch, Schatz. Ich hab dir doch letztes Jahr erst diesen schönen Schal. Ja, oder vorletztes. Hä? Natürlich steht der kariert. Schatz, ich wollte einfach... Funkloch. Ja, lassen Sie erstmal, ich rechne das alles nochmal. Sonst noch was? Nee, das war hauptsächlich... Gut. Zeit. Darf ich? Immer nur Häschenfutter. Angst um die schlanke Linie müssen Sie doch nun wirklich nicht haben. Wenn ich das mal so... Hier, Königsberger Klopse. Haben Sie mittlerweile die Zahlen von Möllenbacher? Läuft. Gut, die brauche ich nämlich morgen bei der Betriebs... Gucken Sie sich das mal an. Nicht eine Kaper. Diesen Koch sollte man standrechtlich... Klopse ohne Kaper. Das ist ja wie ein Hund ohne Schwanz. Also hinten. Schwanz. Apropos, sind Sie eigentlich Single? Bitte? Also ich meine, wir arbeiten jetzt schon so lange zusammen, aber trotzdem nebeneinander her. Wir haben so ein bisschen Hobbys, fahren gerne weg, machen so Sachen. Herr Stromberg, Ihre Abteilung hat die neuen Brandschutzverordnungen nicht umgesetzt. Nee, das läuft aber auch mittlerweile. Die Berkel, also Frau Berkel, ist offiziell ja sogar meine Vorgesetzte. Ich sage ja immer Tu Berkel. Oder Eva Braun. Also intern. Jetzt. Ja, wer heutzutage was gegen karrierefixierte Frauen hat, der kann im Management einpacken.